Wir lassen heute Deutschland, Frankreich und Italien im Jahr 2023 gegen fast alle ihre Nachbarstaaten antreten und schauen mal, wer gewinnt. Die Italiener expandieren Richtung Österreich, während Deutschland von allen Seiten aufgeknabbert wird. Die Niederlande, die Schweiz und Österreich müssen allesamt aufpassen, während aber auch Deutschland aktuell hohes Risiko läuft, vernichtet zu werden. Nach einem Monat ist Berlin unter anderem gefallen, deutsche Hauptstadt jetzt Düsseldorf. Und als erstes hat Belgien kapituliert. Aber ist Deutschland noch zu retten? Die Schweizer kämpfen auch noch um jeden Millimeter Land und halten französische und italienische Truppen auf, was schlecht für Deutschland ist. Und nach zwei Monaten hat Deutschland wirklich kapituliert, jetzt liegt es an Frankreich und Italien. Es ist so spannend, Italien pusht jetzt Richtung Tschechei, während die Polen die Franzosen überrennen. Und damit sind nach sechs Monaten die Baguettes ins Wasser gefallen. Jetzt kommt es auf die Pizza an, ob da noch was geht. Oder ob die drei stärksten europäischen Nationen zugrunde gehen. Nein, Italien kann es auch nicht mehr retten. Die Großen verlieren, die Kleinen gewinnen.